das ist Kondition, das ist Schrittlänge, das ist Umkehrte. Wir gehen heute in das schönste Kloster der Welt, in das Stift Heiligenkreuz. Dort wird um 16 Uhr eine Tiersegnung sein, wo noch dazu zwei Bischöfe kommen werden, die zufällig aus Afrika bzw. Indien bei uns sind. Und dadurch wird das Ganze global und weltweit werden. Das sollte man eigentlich öfters machen, dass man wandern geht. Ja. Ich hab den Ausdruck. Du kommst mal wirklich raus, du fokussierst auf ein Ziel. Das ist ja ganz wichtig, weil viele Menschen gar nicht wissen, warum sie leben. Und es ist echt eine Therapie, würde ich sagen auch, eine Therapie zur Sinnfindung. Papst Franziskus hat uns auch erstmals in der Kirchengeschichte eine Enzyklika gegeben, Laudato Si, wo er das große Thema, das wichtigste Thema vielleicht für die Zukunft der gesamten Menschheit aufgreift, nämlich eben jetzt die Sorge des Menschen für die Natur, die uns anvertraut ist, damit wir überhaupt Zukunft haben. Und wir glauben ja an Christus, den Erlöser, aber wir glauben auch an Gott, der Vater aller 8 Milliarden Menschen ist und der diesen Planeten uns zur Sorge anvertraut hat und nicht zur Zerstörung. Jetzt schauen wir zum Esel. Großartig! Nachdem der Esel das einzige Tier ist, das unseren Herrn Jesus tragen durfte, ist es ein sehr biblisches Tier. Jesus Christus hat gesagt in Matthäus 28, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Ich erlebe in Afrika, wie diese Esel überall die Arbeit machen. Und wenn man dann schaut, gibt es geschnitzte Figuren nur von Elefanten, Löwen und so weiter und so fort. Und das ist in diesem Leben auch oft so, dass die eigentlichen Leute, die die Arbeit machen, dann die Anerkennung nicht haben. Und das ist zugleich, glaube ich, auch ein schönes Symbol fürs Christentum. Sag ich doch, dass das schön ist. Habe ich doch gesagt. Daher kommt so dieser Giotto-Darstellung von der Tierpredigt des Franziskus in der Basilika in Assisi. Your Lordship, welcome. Thank you. That's the animal. So. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Der Herr Bischof, der Gast bei Missio Österreich ist, freut sich sehr über diese Feier, die er zum ersten Mal in seinem Leben hält. It's the first time in history that we have this ceremony here. Yeah, the blessing of a donkey and other animals. Allmächtiger Gott, die ganze Schöpfung bezeugt deine Größe und Güte. Du hast sie in die Hand des Menschen gegeben, damit er sie gebrauche und dir dafür danke. Your Lordship, I want to thank you very much. You will be in our history forever because this was the first pilgrimage of donkeys in history of Austria and maybe worldwide. Yeah, and with the bishop, donkeys on the way. Yeah, donkeys on the way. Yeah.